Wir haben die Frau Schmidt am Mikrofon. Frau Schmidt, was machen Sie? Ich bin die Landesbeauftragte des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste hier in Sachsen-Anhalt. Was jetzt interessant ist, zum Nordsächsischen Pflegeforum 2015 sprechen Sie ja über ein Projekt der Vereinfachung der Dokumentation, die in den Pflegeheimen ja Pflicht ist und die gemacht werden muss. Bisher gibt es wahrscheinlich mehrere Modelle. Es gibt in den Pflegeheimen und in den Pflegediensten verschiedenste Modelle, die alle sehr aufwendig sind, die sich an pflegefachlichen Themen orientieren, die aber dazu führen, dass sehr viel dokumentiert wird, anstatt die Zeit auch für die Pflege am Patienten zu nutzen. Das neue Modell hat welche Vorteile? Das neue Modell, das von der Bundesregierung finanziert wird, hätte den Vorteil, dass sie weniger dokumentieren, aber in ihrer Pflegefachlichkeit gefordert sind und auch erklären können, was sie am Patienten zu tun haben und was eben nicht gemacht werden muss. Mit welchen Ängsten rechnet man jetzt bei den Einrichtungen, dass die sich da vielleicht ein bisschen sperren? Die Einrichtungen können möglicherweise die Sorge haben, dass bei den jährlichen Überprüfungen durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen nicht das Verständnis da ist für diese Dokumentation und dass der medizinische Dienst möglicherweise Mängel in der Dokumentation als Mängel in der Pflege ansieht. Was ja eigentlich nicht der Fall sein dürfte. Richtig. Also wie lange dauert die Umstellung? Was schätzen Sie denn, wenn eine Einrichtung jetzt sich auf das neue Modell umstellt? Wenn die Einrichtung alle Mitarbeiter mit einbezieht, was auch nötig ist, rechnen wir damit, dass wir ein halbes bis ein Jahr brauchen in den Einrichtungen, um das umzusetzen. Aber das ist ein fließender Prozess und die Pflegeeinrichtungen sind es gewöhnt, neue Themen ständig und regelmäßig in ihre Arbeit einzubeziehen. Und wir denken eigentlich, dass es dann auch eine Sache wäre, die wichtig wäre für die Einrichtungen.